diesem Video. Ja, da bin ich morgens aufgestanden und wollte einfach meinen, guck mal, ob sich was getan hat, ob ich einen neuen Abonnenten dazu bekommen habe und so, ne? Und auf einmal keine Abonnenten. Ja, moin Leute, herzlich willkommen beim Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Julian Entertainment. Und ja, Leute, ihr habt schon gemerkt, heute ist nicht Montag, heute ist auch nicht Freitag. Und zwar dieses Video wollte ich einfach mal kurz spontan zwischendurch einwerfen. Ich hatte das jetzt ein bisschen schon mal im Livestream erzählt. Und zwar war jetzt vor ein paar Tagen, beziehungsweise schon was länger her jetzt, war ich morgen ziemlich surprised. Ihr wisst Bescheid, ich bin jetzt kurz vor den 1000 Abonnenten. Vielleicht bin ich auch gerade schon über den 1000 Abonnenten, weil das Video wird halt gerade aufgenommen. Und ich bin gerade bei 995. Und ja, ihr wisst Bescheid, ne? Nice. Auf jeden Fall wollte ich euch kurz mal Real-Vlog-mäßig was erzählen. Dieses Video wird auch nur ganz kurz sehen, bleibt bitte dran. Und zwar bin ich eines Morgens aufgestanden und hatte einfach keine Abonnenten mehr, Leute. Ja? Ja, Real Talk, Leute. Ich bin aufgestanden. Ich habe auch ein Beweisfoto. Das werde ich euch mal jetzt hier einblenden. Jetzt seht ihr hier auf meiner linken Seite, also von mir ist es links, seht ihr einen Screenshot von meinem Kanal? Ja, da bin ich morgens aufgestanden und wollte einfach meinen, guck mal, ob sich was getan hat, ob ich einen neuen Abonnenten dazu bekommen habe und so, ne? Nur weil man keine Abonnenten. Ey, Leute, da war auf jeden Fall mal komplett Herzinfarkt vorprogrammiert. Ja, bin dann mit dem Twink-Account, den ich noch von früher hatte, habe ich mich dann eingeloggt, habe mich dann deabonniert. Also ich war auch noch als Abonnent da drin und habe mich dann wieder abonniert. Und dann hatte ich auf einmal wieder meine 980 Abonnenten. Aber Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr morgens wach werdet und wenn jemandem das Hobby sehr wichtig ist wie mir und ihr seht auf einmal, dass da auf einmal kein Abonnenten steht, Digga, da fängst du an, dein Kopf, und denkst dir so, Alter, was habe ich gemacht? Keine Abonnenten, wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall, ich habe auch Kontakt mit jemandem von YouTube, der da so ein bisschen Creator, Supporter oder wie man immer das nennt, macht. Hab den dann auch darüber informiert und der hat mir halt erzählt, dass das halt momentan ein Fehler war, also ein Bug war von YouTube. Also an alle Leute, auch neue Leute, die vielleicht auf dieses Video anhand meines Titels geklickt haben, macht euch keine Sorgen. Ihr habt nichts verbrochen, ich habe auch nichts verbrochen, das war einfach nur ein Fehler von YouTube. Aber Leute, ich habe mich da ziemlich erschrocken und ja, ich wollte einfach mal unbedingt kurz ein Video dazu machen, weil es einfach, das ist halt eine Sache, die passiert ja nicht alle paar Monate oder alle paar Wochen oder alle paar Tage, ja? Also ich blende es nochmal kurz hier ein, ja? Falls es jetzt einer nicht mitbekommen hat oder vorgespult hat, steht auf jeden Fall keine Abonnenten, ich war ziemlich überrascht und ja, ich will euch jetzt auch gar nicht weiter zuquatschen. Das war einfach nur ein kleines Informationsvideo, dass ihr euch da keine Sorgen machen müsst, dass auch YouTube Fehler macht, was glaube ich auch ein bisschen bekannt ist. Aber wenn man natürlich minus 10 Abonnenten hat, kann sowas vorkommen. Ja, Leute abonnieren einen, deabonnieren einen. Wenn du vielleicht Content machst, den die Leute nicht mehr mögen, die deabonnieren einen. Aber wenn da steht keine Abonnenten, du machst dir halt die Sorgen, du machst dir halt Sorgen, dass du Scheiße gebaut hast, ja? Dass YouTube einfach sagt so, hey, was machst du da, Julian? Was hast du da erzählt? Sie sind geistig behindert. Ne? Aber so war es halt nicht. Momentan, also ich habe noch gar keinen Strike bekommen oder irgendeine Verwarnung oder sowas. Ne? Kurs an euch geht raus. Das heißt, keiner hat meine Videos gemeldet und alle waren ja einverstanden, die ich hochgeladen habe, die in meinen Videos zu sehen waren. Und ja, Leute, das war es jetzt aber auch von mir. Ich habe fertig gequatscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, checkt gerne mal meinen Kanal aus. Das ist ein reiner Entertainment-Kanal. Viel Ome TV, auch ein bisschen Gameplay, bisschen Vlogs. Und das hier wird auch einfach ein Vlog-Video werden. Und ja, wie gesagt, Leute, ich wünsche euch einen ganz entspannten Tag, welchen Tag wir auch immer haben. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Euer Julian Entertainment. Ciao.